Die Befreiung des Drachen. Ich kann den Marcel nicht stoppen. Aber jetzt, Quell der Wiedergeburt. Von Schlag die Hand des Besitz. Oh, da brauchst du ein Zurück in die Hand geben, Duell. Marcello! Ich überlege gerade, was hat der nochmal für ein Deck? Der hat auf jeden Fall diese eklige Hand. Genau, aber was war das nochmal für ein Deck, was er hat? Die 50 Chance, wenn er ihn angreift. Schauen wir mal, ha? Alles klar. Er macht einfach gar nichts. Okay. Also wenn das jetzt mal nicht eine Aufforderung ist zum Angreifen, wollte ich gerade sagen. Zu null. Du kannst ein Effektmonster in deinem Friedhof wählen. Verbanne das gewählte Ziel und falls du dies tust, werden die Namen der dieser Geil. Du musst die offene Karte kontrollieren. Okay, Kampfschaden wird zu null, aber kann ich ihn deswegen trotzdem töten? Eines Zauber hat einen Friedhof zum Ziel bestimmt. Okay, das werde ich bei dem wohl brauchen. Ich weiß nicht, was er da noch hat. Ich weiß es nicht, was er da noch hat, wa? Ich setze diese Karte verdeckt und spezial beschwöre den Bubble Man, ebenfalls noch im Verteidigungsmodus. Komm, rechtschaffenes Urteil, Sumpfspiegler, Licht wurde ausgewählt, geflügeltes Ungeheuer und jetzt kommt nochmal irgendwas. Alles klar, so ein Scheiß spielt ihr da raus. Drei Fallen auf dem Feld. Sieht verdächtig nach. So. Genau, sieht verdächtig nach den... War das Uriel? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich greife jetzt aber mal an. Kampfschaden wird zu null. Und er... Oder auch nicht. Alles klar. Sehr gut! So, dann... Ja, Fusion geht leider nicht. Und... Ja, aber 300, das ist es mir dann auch nicht wert, ehrlich gesagt. Ja, dachte ich mir schon, dass es sowas wird. Tja. Die sind schon 3000, Alter. Boah. Oh ja. Aha, aha, aha. Battleface. Sparkman greift den an. So, der ist schon mal weg. Ich weiß gerade noch nicht, was ich gegen die Fallen machen soll. Nochmal, alles klar. Bubbleman Avian. Nein. Sparkman Necroshade. Ja, ja, was machst du? Falls diese Karte ein Monster angreift, wieder durchschlagen kann. Falls diese Karte angreift, ändere sie am Ende des Damage Steps in die Verteidigungsposition. Wähle ein Monster, das sein. Aha, das ist aber nicht stark. Das ist aber wirklich nicht stark, der Effekt.
Warum bringt mir der eigentlich voll gar nichts? Jetzt sagen wir mal ehrlich, warum bringt mir der jetzt gar nichts? Nee, habe ja überhaupt keinen Sinn gerade. Aha. Was passiert jetzt? Ich muss kurz gucken. Spiel entfernen zu wählen, dass du kontrollierst. Bis zur nächsten Endphase deines Gegners nicht durch Kampf zerstört. Okay, und kein Kampfschaden. Alles klar. Neo-Weltraum wird aktiviert. Neos, als er aufhört, erhält 500. Der kann ja nicht zerstört werden, gell? Aber ich könnte ihn ja zumindest aufdecken, nicht wahr? Alles klar. Das ist dieselbe Karte, die er gerade dafür wegverbannt hat. Aha. Damit bin ich schon. Die liegt auch schon hier, oder? Ja. Ich weiß es gerade einfach nicht. Soll ich ihn... Aber der ist doch nicht stark. Falls diese Welle ein Monster kontrolliert, zerstört das gewählte Ziel. Oder durchschlagender Schaden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber er hier kann angreifen. Direkter Angriff, oder? Ja! Pissbirne! So. Ah, 300 Schaden verloren, ist doch nett. So. Und jetzt verliert er wieder 100. Nachschubtrupp. Und irgendwas geschieht hier gerade. Alles klar. Alles klar, ich weiß gerade nicht, was... Ziehe eine Karte. Ach so, ja, das sind ja 8. Entschuldigung, ja, okay. Oberseele. ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ohne Scheiß, ich bin etwas überfordert gerade. Ich glaube, ich mach's so. Weil, jetzt habe ich einen Necroshade auf dem Friedhof, versteht ihr? Und das erlaubt mir ja dann, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwann mal in den Genuss kommen sollte. Neos zu ziehen, kann ich ihn ohne Tribut beschwören. Ich darf zwar da nicht angreifen, aber ich kann ihn beschwören und eventuell mit Glowmoss vereinen. Mein, warum ziehe ich denn jetzt schon wieder den Rotz? Kacke! So, ich mache einfach mit dir weiter. Wenn ich Glück habe, passiert hier noch ganz viel Tolles. Falle, das heißt Verteidigung. Ich kann ihn dazu auch ein bisschen zwingen, Karten zu ziehen. Ihr seht, er hat schon einiges auf der Hand. Zahlt Lebenspunkte. Und muss abwerfen, jawohl. Und was hat er abgelegt? Raviel und den anderen. Und Uriel, glaube ich, war das, oder? Raviel und Uria. Aha. Da hat aber jemand die Karten am Start, nicht wahr? So, was haben wir da? Avian. Aber für Avian brauche ich Bubbleman. Aha. Was haben wir denn hier? Neos, Neo-Weltraum, Dark Panther. Neos, nochmal Dark Panther und Glowmoss. Aha. Aber er hier darf angreifen. Freunde aus dem Bermuda-Dreieck. So, Battle Phase. Zack. Das ist egal. Schaden verliere ich mit Glowmoss nämlich nicht.
So. Er muss abwerfen, was soll er machen, gell? Ich habe keinen Neos. Wenn das dann geht, solange du diese offene Karte kontrollierst, wäre der Effekt dieser Karte des Senfers des gewählten Ziels hier. Ja, bringt mir halt einfach nichts gerade. Bei dem ist es wurscht. Dann greifen wir immer weiter an. So, Battle Phase ist beendet. Und er hat Raviel gezogen. Raviel waren 3 Zauberkarten, oder? Alter! Sag mal, wie oft hatten der die? Hat der jeden 3-mal oder was? Wie gehen der ab? Neos. So! Achtung, ich habe Neos und kann ihn sogar ohne Tribut beschwören. Achtung, was kannst du? Mann, nerv mich doch nicht. Y war das, gell? Elementarheld, Glow Neos. Entfalle. Einmal pro Spielzug während deiner Main Phase eine offene Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert. Zerstöre das gewählte Ziel und führe da auf seinen... Kann ihn direkt angreifen. Diese Karte kann in diesem Spielzug nicht angreifen. In die Verteidigungspunkte. Das ist praktisch. Okay. Sparkman und Necroshade, du bist gerade egal. Und Dark Panther. Warte. Falls diese Karte noch kein Monster als Ziel für ihren Effekt... Falls dies noch kein Monster... Du kannst ein offenes Effektmonster auf dem Spielfeld wählen, solange du diese offene Karte annulliert. Wie unnütz. Aber was ist mit dir? 3000, Alter. Neos, Dark Panther und Glowmoss. Beschwören, wenn ihr in die kontrollierten Stack mischt. Blablabla. Während der Endphase ins Extra-Deck und setze dann auf dem Spielfeld. Einmal pro Spielzug während deiner Main Phase, du kannst 3-mal eine Münze werfen. 3-mal Kopf, zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. 2-mal Kopf, für den Rest dieses Spielzugs werden die Effekte aller offenen Monster annulliert, die dein Gegner kontrolliert. 1-mal Kopf, gib alle Monster, die du kontrollierst, auf die Hand zurück. Wie nett. Dazu zählt er ja auch. Das ist schon wieder ein reines Glücksspiel. Aber viel interessanter finde ich ja eigentlich die Tatsache, dass ich mit Glow Moss, also Neo-Weltraum Glow Moss, Glow Neos, was auch immer, das machen kann. Damit kann ich ja theoretisch seine beiden Fallen zerstören, nicht wahr? So, die beiden auch nochmal weg. Einfach nur, dass ich Necroshade nochmal auf dem Friedhof habe. Für seinen Effekt in der Zukunft. So. Angreifen darfst du ja sowieso noch nicht. Oberseele, Spezialbeschwörung. Noch nicht. Nein, noch nicht. So, Spezialbeschwörung. Kontaktfusion. Elementarheld Glow Neos. Beide ins Deck. Da ist er, der leuchtende Neos. Boah, der glowt übelst vor sich hin, oder? Glow, glow, glow me away. So, damit kann ich jetzt Zauberkarten und Fallenkarten von ihm kaputt machen. Okay, das behalten wir nochmal im Hinterkopf, dass ich das noch habe. Stimmt, der hat ja 3000. Ha! Effekt aktivieren. Ich hab vergessen, was er macht. Was war bei Zauberkarte? Kann er direkt angreifen. Okay, das geht natürlich nicht, wenn ich das andere wegmache. Monster, aber
sind ja zwei Fallen auf dem Feld. Bam, so. Er zieht, alles klar. Ich habe überhaupt kein Elementarheld auf dem... Okay, jetzt setzen wir mal die Runde aus. Nein, ich will ihn nicht auflösen. Das soll er ruhig weitermachen, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Genau, er muss abwerfen. Sparkman kommt aufs Feld. Das ist eh egal, im Verteidigungsmodus bin ich ja schon. Der geht in Angriff. Das wird jetzt gleich ein alles vernichtender Rundumschlag. Aufgepasst, Freunde. Nein, bloß nicht aktivieren. Aha, Harmon. Schlecht. Ganz, ganz schlecht. Scheiße. Heldenregel 2. Warum hat er mich nicht angegriffen? Warum hat er mich nicht angegriffen? Diese können man durch Kampf zerstören, solange offen befindet, kann der Gegner keine als Angriff. Verstehe ich nicht, warum hat er meine starke Karte nicht angegriffen? Verstehe ich nicht. Achso, ja egal. Na dann, Effekt wird aktiviert. Er darf jetzt nicht angreifen, aber macht ja nichts. Aha, alles klar. Nein. Okay, kann nicht zerstört werden. Friedensbote. Fickkopf, Alter. Egal, soll er machen. Da ist schon wieder... Moment, aber ich habe keinen Neos auf dem Friedhof, gell? Nope. Okay. Meinem Deck hinzu. Eheiliger Notruf von meiner Hand! Dann hole ich mir jetzt nochmal Elementarheld Neos. So. Ich habe noch einen Necroshade auf dem Friedhof. Kurz zum Überlegen. Deine Hand beschwöre. Auf dieser Beschwörung verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Kann gerade nicht zerstört werden. So, er darf leider nicht angreifen. Aber dank Necroshade kann ich ihn hier rufen. Ein Elementarheldmonster. Kann ich noch einen Sparkman holen, nicht wahr? So. Aufgepasst. Jetzt kann natürlich keiner angreifen. Aber in der nächsten Runde ist das Ding weg. Dafür sorge ich. Und dann ist hier Feierabend, Freunde. Ja, ja, mach ruhig.
Ja, ja. Wen juckt's? Weg. So, dann machen wir mal Feierabend, nicht wahr? Direkt da. Angriff. Boah. Der wehrt sich. Unfassbar, wie er sich wehrt. Mann, 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 Mann. Ja, egal. Jetzt, wenn da wieder irgendwas kommt, jetzt lass mich gewinnen. Wenn du mich jetzt nicht gewinnst, schau mal mein Feld an. Ich ficke dich. Da ist nochmal ein Neos. Ja. Ja. Weg. Scheiß auf Darkbright. So. Jetzt habe ich zweimal Neos auf dem Feld. Effekt aktivieren. Weg. So. Battleface. Sparkman, greif mal an. Schauen wir mal, was passiert. Alles klar. Neos, greif mal an. Und der letzte Neos tötet dich jetzt. Na also. Oh, schwere Geburt, tolles Ende. Die innere Macht. Ah ja, so. Jubel hat überlebt, Jesse Andersons Körper übernommen, also muss ich jetzt gegen Jesse Anderson kämpfen. Logisch, noch einmal gegen Jesse Anderson. Und jetzt glaube ich, hat auch endlich seinen Kristalldrachen da. Oder Diamantdrache, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der eigentlich echt stark ist. Aber den muss er auch erstmal aufs Feld bekommen, wa? Super Polymerisation. Zweimal. Landformen. Was war das? Was ist das? Was machst du? Cooles Bild. Bringt bestimmt was Tolles. Ich bin dran. So. Spielfeld werden zu Finsternis. Falls Regenbogendrache oder Regenbogenfinsternisdrache angreift, annulliere während der Battleface die Effekte des Angriffsziels. Alles klar. Ich hole mir erstmal meinen Neo-Weltraum. So. Elementarheld Another Neos. Wird als ein normales, solange sie offen auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt. Solange diese Karte ein normales Monster auf dem Spielfeld ist, kannst du sie als Normalbeschwörung beschwören, damit sie ein Effektmonster mit diesem Effekt wird. Elementarheld Neos, solange sie... Wende dabei Monster von einer beliebigen Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Karten und Effekte können nicht als Reaktion auf die... Neos, Regenbogen. Oh, deswegen, alles klar. Regenbogen Neos. Cool. Das heißt, ich müsste ihn seinen Drachen beschwören lassen, damit ich das Storm Neos. Neos, Air Hummingbird und Aqua Dolphin. Grand Neos. Flare Neos. Elementarheld Aqua Neos. Air Neos. Also er hier wird als Elementarheld Neos behandelt, wenn ich das mache, was ich mache. Rüste nur in Fusion, dieser Effekt, der es ins Extra-Deck mischt, muss während der Endphase nicht aktiviert werden. Falls das ausgerüstete Monster das Spielfeld verlässt, du kannst eine Neos-Spiel von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof beschwören. So. Ja, und mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Los, Another Neos! Scheiße, Kristallungeheuer, Smaragdschildkröte. Wie gemein. Boah, aber diese Super-Polymerisation, Mai, wäre das geil, Alter. In echt hat das überhaupt keinen Sinn, die zu haben, die Karte. Es geht halt wirklich nur... Ja, wenn du quasi... So, Air Hummingbird! Erstmal den Effekt aktivieren. So, und in der nächsten Runde... Achso. Ja. Kann ich ihn dann als normal beschwören und in der Hoffnung, dass, wenn er jetzt nichts macht... Ja... Kommt jetzt gleich der Air Neos. Wow!